Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sitzen gerade hier im McDonald's. Ich bin nämlich wieder mal hier am Start, weil ich mein Video hochladen muss. Leider habe ich ja zu Hause nichts, kein WLAN im Hotel. Deswegen habe ich gedacht, gehe ich mal zu McDonald's, mache das hier. Das habe ich gestern schon so gemacht, heute auch, aber heute habe ich ein bisschen Zeitdruck. Deswegen habe ich das WLAN vom Mac jetzt deaktiviert und mache das Ganze einfach über das Datenvolumen vom Handy. Was eigentlich richtig schwachsinnig ist, wenn man schon WLAN hat, aber seitdem geht es richtig flott voran. Eben war es noch 1:10 Uhr, seitdem ich das Datenvolumen aktiviert habe, ist es auf 47 Minuten runter, jetzt ist es auch schon fast fertig. Das seht ihr hier, das läuft nämlich durch. Das ist immer noch die Raid am Mittwoch Folge, die ich schon den ganzen Tag hochladen wollte. Und ich möchte euch heute was vorstellen, beziehungsweise was testen, was zeigen. Das ist nämlich das hier. Das ist der Uso To Go. Den finde ich richtig niedlich für 2,49 Euro. Den habe ich aus dem Teegut mitgenommen. Da bin ich mal gespannt. Der hat 38%. Möchte ich mal schauen, ob der so schmeckt wie beim Griechen bei uns zu Hause. Da kriegt er ja immer, wenn er beim Griechen isst, kriegt er als Vorspeise, sozusagen als Aperitif, wie auch immer, kriegt ihr da einen kleinen Uso zum Trinken. Ihr kriegt einen vorher, ihr kriegt einen nach dem Essen. Ihr kriegt manchmal sogar 3 Stück. Ich weiß nicht, wieso sie dann noch einen rauspulen. Solange wie das jetzt hier noch hochlädt und ich eh nichts zu tun habe und hier rumsitze und einfach alles voll ist. Hier ist wirklich voll. Überall sind Menschen, keine Ahnung. Richtig voll gepfropft, auch auf der anderen Seite. Die filme ich aber jetzt nicht. So. Wollen wir den mal aufmachen? Wollen wir den mal testen? Dazu stelle ich euch mal kurz hier ab. So, aus dem Teegut in Erfurt auf jeden Fall, weil wir immer noch in Erfurt unterwegs sind. Artina Uso, griechischer Aperitif, Produkt of Greece. Hergestellt für Likör und Weintrade GmbH, Schlüterstraße, Düsseldorf. Den muss man eigentlich nicht schütteln, ich weiß nicht, wieso ich den gerade geschüttelt habe. Wir machen den auf jeden Fall mal auf. Riechen mal dran. Riecht auf jeden Fall richtig genial, wie der typische Uso, dieses komische Lakritz-Geschmackszeug. Hier habt ihr einen Hängel, warum auch immer, vielleicht solltet ihr den hier so festhalten, dass das lustiger aussieht. Und den probieren wir jetzt. Ich weiß nicht, ob wir nur einen kleinen Schluck nehmen erstmal. Der brennt auf jeden Fall ganz gut. 38, ich weiß nicht, wie viel der beim Griechen bei uns immer hat. Müsst ihr mal nachfragen oder auch nicht. Einfach trinken und dann ist gut. Wir kippen uns jetzt den Rest hier hinter. Aber habt ihr das auch schon mal gesehen? So einen Uso To Go im Einzelhandel, beim Teegut oder wo auch immer. Keine Ahnung. Habe ich gesehen an der Kasse, als ich angestanden habe. Habe dann einfach zugegriffen, habe den mitgenommen. Fand ich ganz interessant für 2,49 €. Den trinken wir jetzt aus. Während wir noch auf Pupsi warten, die wird dann auch denken, was ist mit dem nicht richtig. 10 Bier heute getrunken und ein Uso. Also lege ich irgendwann in der Ecke und das war's. Aber ist der letzte Tag in Erfurt, da muss man es nochmal richtig rund laufen lassen. Ramses Kitchen Folge mit Uso To Go. Ab geht's. Der ist auf jeden Fall schön kräftig. Ich habe schon immer gesagt, wieso kauft man sich nicht einfach eine große Flasche Uso und trinkt die, wenn ihr beim Griechen seid. Alle trinken Uso, aber wenn ihr so im Normalfall Uso trinken wollt, heißt es immer, Uso schmeckt doch nicht, keine Ahnung. Aber warum eigentlich nicht? Beim Griechen trinken alle Uso. Ich habe noch keinen gesehen, der den nicht getrunken hat. Wir sind beim Video jetzt bei 87%, noch 8 Minuten, dann sind wir fertig. Da packe ich schon mal mein Zeug ein. Jetzt ist es auch halb, Pupsi hat gleich Schluss. Vielleicht schaffe ich es ja, ihr mal entgegenzulaufen. Wie gesagt, kennt ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder würdet ihr das gerne mal probieren? Schreibt es auch rein. So ein kleines Fläschchen geht immer mal für zwischendurch. Wir sind gespannt. Das war's, glaube ich, mit der letzten Folge aus Erfurt. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.